Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. It's Siege Time again! So Leute, jawohl, wir haben den Siege wieder mal hier gegen die Dankfarts und wie ihr seht, vier Inseln haben wir schon down von denen. Die fünfte werden wir nicht mehr ganz, also werden wir nicht mehr schaffen, aber vier Inseln und eine fünfte zur Hälfte, das ist schon wow! Dazu sage ich nur also, ja, wir fangen jetzt mal an mit einer Tina und machen natürlich dann gleich auch mit der schlimmen Tina weiter. Gegen Blitzy! Blitzy ist der Gegner. So. Jetzt lass mal überlegen, Shrimp Dress passt ganz gut zu gerade nicht wirklich irgendetwas. Das heißt, ich spiele jetzt als allererstes mal die... Nö, ich mache jetzt den Peter. Und da habe ich wenigstens das Bäumchen nach rechts und nach links. Und dann spiele ich hier als nächstes den Bob. So. Und jetzt machen wir folgendes. Ja, machen wir es so rum. Das reicht. Gegen Blitzy! Win! So, also nächstes Match. Jawohl, 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 ja. So, gegen Mo Rose. 76 Leben. Komm, wir fangen mit der Peggy an. Gucken wir erstmal, was da jetzt kommt. Dolphin Rider. Ich muss den so schnell wie es geht, muss ich den platt bekommen. Und das machen wir jetzt mal rucki zucki mit dem Class Spanker. Und auch jetzt hier wiederum Furzschule für Hochbegabte. Und das war's. So, hier hinten noch die Tina. Zum Baum! Jawoll! Bam! So, nächstes Match. Gegen wer ist es? Wer ist? Wer, 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 wer? Blitzy wieder. So, dann haben wir hier den langen Stab mit scharfen Stein. Long Stick with Sharp Rock. Nun Peggy ist natürlich mega crazy. Diese sollte, die Nun Peggy sollte ich dann auf Position 2 setzen. Aber hier erstmal Shrimp Dress. Ich könnte natürlich jetzt auch was anderes machen. Ich könnte jetzt nämlich hier auch die Nurse Tina machen. Mit einem 8-fach Burger. Aber mit der Bombe. Eine 29er Bombe. Ja, die ist so dermaßen zerstörerisch. Ja, das ist brutalst ohne Ende. Und jo, da ist der Baum. Und noch die Biegeschule da drauf. Und dann war's das. Blitzy! Nun Peggy, ein monströses Monster, Monster, Monster! So, auf ins nächste Match. Wer kommt als nächstes ran? Schubidubidubidu. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Bam, 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 bam. So, wen haben wir als nächstes? Wer kommt?
Welcher Name? Welcher Name erscheint dort oben? Der Rylex-Bub. Pantry Guns. Okay. Schlimme Tina, würde ich sagen. Ist echt beim Nibbler on the Roof. Mir fehlen momentan so viele. Forschungsbeschleuniger. Aber ist mir momentan relativ Jacke wie Hose, weil hier beim Siege passiert sowieso nichts und es ist kein Rumble aktuell, insofern. So kann ich den mal drin lassen noch. So. Das war dieser da. Nächster Gegner. Wer? Blitzi wieder. Und fängt schon wieder mit langem Sch Okay. So, hätten wir hier K-Pop. Wir könnten auch das machen. Wir könnten auch die Snot Rocket. Wir könnten hier Electric Love spielen. Wir könnten auch einfach den Baum spielen. Komm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Baum an. Und dann gucken wir mal, was er denn weiter daraus macht. Starfink Academy ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So. Dann machen wir jetzt als allererstes mal den Scheinprozess, die Scheinprozess Louise. So, und jetzt, ja, den Bob mit der K-Pop Videokarte. Er gibt den Hip-Hop Bob. Und ja, wie man sieht, jetzt passiert echt nicht mehr viel, ne? Jetzt mache ich schon den Baum da hinten dran und Blitzy ist besiegt. So, da. So, Schein noch verloren? 5, nö. Schade. Wieso? Hast du eins verloren? Nö. Ja, also. Sag mal. Ich wünsche nur das Beste von der gleich. Ja, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Er wünscht nur das Beste. Schon wieder der kommt noch mit der grünen Karte. Der Rylex-Bub hat tatsächlich noch grüne Karten im Deck. Okay. Dann haben wir Jens Dewey. Und eine Francine hat er auch. Das ist crazy. Boom, also. Also Rylex Bub, solltest du dieses Video sehen, Francine in Epic, Boomhauer in Epic, grüner Professor Farnsworth. Also, das ist nicht gut. Also, ein Tipp an dich. Ich meine, um Gottes Willen, du bist von der gegnerischen Gilde. Aber ich glaube, ihr seid, diese Gilde ist weit entfernt davon, uns irgendwann in nächster Zeit mal Konkurrenz zu machen. Insofern, also. Da solltest du wirklich mal einfach mal oben in die Adventures reingehen und dich mal ein paar Tage mit den Adventures beschäftigen und dann dort farmen. Du kannst dort Epics farmen. Und ganz ehrlich, also die, die du dir da aktuell rausgesucht hast, die sind nicht gut. Du kannst fast jede andere aussuchen, aber die sind überhaupt nicht gut. Nee. Nein, sind sie gar nicht. Also die sind weit entfernt von Durchschnitt. Also die sind schlecht. Richtig, 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 richtig schlecht. Ach, also okay, aber gut. Zum Glück habe ich das jetzt nicht bei einem Spieler in unserer Gilde gesehen. So, Hip-Hop Bob.
Und dann haben wir den Wolkenmaler, also auch nicht in unserer zweiten. Wolkenmaler. Sexualkunde, Peter. Und dann sind wir auch hier schon wieder durch mit Morose. Und dann geht's hier weiter. Noch zwei Matches habe ich offen. Und dann sind wir hier auch schon mit Gilde 1 soweit durch. Dann müssen wir noch Gilde 2 machen. So, Pool Last von den Dankfarts. Bobby. Tja, jetzt hätte ich gerne den Nippler auf dem Dach erforscht. Oh, ich habe ihn sogar erforscht. Mit Eugene Belcher ist er erforscht. Also das ist schon mal gut. Das ist auch mit einer der wichtigeren Kombos. So, und damit hat er schon seinen Sinn und Zweck erfüllt. Dann haben wir noch die Powtucket Patriot Ale, das ist auch gut. Und ja, die betrunkene Peggy, da hinten kann ich mal diesen, ist egal. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Noch ein Match ist offen. So, also. Gucken wir mal, gegen wen wir jetzt kämpfen dürfen. Rylex, Bub. Und das ist doch wieder der mit dem. Oh nein. Also, guck mal. Also, wenn du schon eine Pre-Combo nimmst, auch hier wiederum, ja, die Sexy Cat, das ist eine Kostüm. Guck mal, da ist ein Kostüm verkleidet. Du bist auf einer Musical-Insel. Also, wenn du schon irgendeine Pre-Combo nimmst, erstens, die Sexy Cat ist scheiße, die hat nur 15 Leben. Ja, ich lasse es. So. Und das Problem ist, an so einer billigen Pre-Combo, die wird ja nicht mal besser. Also der Josh wenigstens, der könnte theoretisch mit irgendwas kombiniert werden, ja? Aber die Sexy Cat, die bleibt so scheiße, weil die keine, das ist eine Pre-Combo. So, also. Ja, dann kämpfen wir, beziehungsweise wir sind jetzt hier soweit durch. Wir gucken mal, Orchid hat die meisten Punkte bei denen gemacht. 29 Aktive hatten die. Wir haben noch ungefähr 15 Minuten zu spielen. Wir gucken uns mal an, wer hier bei uns aktiv war. Lord Ado, R. Jesse, R. Runowski, Enska, Brownie, Kings, Junkhead, Epic, Eric, neues Mitglied, welcome. Nutty Nate, Thomas, Cookie, Homer, J. Abdem, Tulare, Spider, Bounty, ASDFGH, Brian, XD, Stromi, Tipikolade, Apokalyptika, ich, Manuel K., Cuddly, Warhawk, Topdas, Alessio, Manu Bayer, der Pate, Chris und Dennis, 0815. Damit haben wir 30 Mal ein Perfect Match hingebrettert. Michael, Gamer, Guy, The King, Burger, Boy, Gecko, Moria, Amir, Palang, Sonja, 200, Exame, Eat Fresh Food, Robert, Dietronic, Art, 812, Henny, 28 und Mimo. Mit, ja, 91. So. Dann haben wir noch Krankus und Sean G mit 82 und Teklis mit 73. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn's wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.